Herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Guten Morgen, Liebchen. Lass mich dir erzählen, was heute da draußen los ist. Falls du gerade Zeit hast, könntest du doch Aralyn besuchen. Wieso schaust du nicht nach, wie Oleander sich einlebt? Okay, oh, die Stadtzufriedenheit ist gewachsen. Sehr schön, auf 25%. Das hören wir gerne. 3 Personen sind angekommen, 2 Gebäude sind gebaut. Ja gut, das sind die, wo was weggemacht worden ist. Und 196 Miora über Nacht produziert. Das ist ja, soweit ich mich erinnern kann, dass der Betrag immer höher wird, je größer die Stadtzufriedenheit ist. Sehr schön. Ein neuer Tag, ein neuer Schritt nach vorn, zumindest für einige von uns. Rückgewinnung, bereit zum Einfordern. Geh in die Stadt oder kümmere dich. Hallo, triff dich. Ja, das weiß ich doch alles. Alles neue Quests, sehr schön. Ja, ich hab's getan. Ich habe mich in der letzten Folge, ja, beschwert nicht, aber in der letzten Folge habe ich noch darum gebeten, dass wir nochmal neue Quests bekommen. Und jetzt kommt hier eine nach der anderen reingerasselt. Wieso machen wir immer gute Dinge und bekommen dafür ekelhafte Tapeten? Ich verstehe es einfach nicht. Okay, dann sausen wir los. Kazumi ist noch nicht da. Den rufen wir später. Mit dir können wir wahrscheinlich immer noch nichts machen, oder? Kann ich dir helfen, Gameplayerin? Also, ich habe so langsam die Vermutung, weil der immer so doof hier rumsteht und in der anderen Höhle, dass der eventuell erst ansprechbar ist, wenn wir die Ruinen gemacht haben. Ist das ein neues Gebäude? Das sollten wir uns genauer ansehen. So, erstmal mit dir sprechen. Ist ein Bart nicht etwas Tolles? Aber noch toller ist es, durch ihn zu streichen, während man seinen schlauen Freunden zuhört. Nee, oder? Patrice, kannst du mir einen Bart bringen? Oh Gott. Okay, ich sollte mal wieder... Was war das denn gerade? Patrice, Bart. Wobei, es kann sogar sein, dass ich schon einen Bart habe. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oh, das ist fantastisch. Wir schauen einfach mal. Nee, aber scheinbar habe ich keinen Bart. Okay. Dann da hinten ist noch was. Das dürfte hier die... Ah, nee, er ist das. Ah, danke, Gameplayerin. Dieser Blumenladen ist perfekt. Das ist dein erstes Mal hier, oder? Ich wollte dir wirklich ein paar Blumen als Dankeschön geben, aber mir fehlen noch ein paar Sachen, damit alles vorbereitet ist. Könntest du mir helfen? Natürlich nur, falls es dir keine Umstände macht. Gerade fehlt mir das Futter für ein paar Blumengestecke. Habe ich das? Ah, perfekt. Okay. Muss ich doppelklicken? Für wie viel Blumenbestecke denn? Hinzufügen. Ja, Auswahl getroffen. Oder muss ich die alle machen? 4. Hallo. Tut sich hier auch was? Weil wenn ich jetzt auf Escape drücke, dann bricht das doch nur ab. Hallo? Ach, Auswahl getroffen heißt dann abschließen. Okay. Klasse, vielen Dank für deine Hilfe, Gameplayerin. Ja, gerne, gerne. War ein bisschen kompliziert, aber gerne. Okay, Tab, muss ich mir merken. So, Quest abgeschlossen, das ist klar. Wo haben wir denn ihre Bäckerei? Schauen wir da erstmal nach. Die haben wir doch da oben hinten hingestellt, ne? Genau. Guten Tag, guten Tag. Aber sie ist gar nicht hier. Aber hier ist etwas, was wir öffnen können. Sehr schön. Hier ist anscheinend auch was. Ah, cool. Okay. Glitzert da sonst noch was? Nee, ne? Doch. Ja, perfekt. Hi. Okay. Wo ist sie? Das ist die falsche Richtung. Obwohl. Also hier ist auf jeden Fall... nur der Weg freigemacht worden. Der braucht da irgendwas über 700 oder so hier, ne? Ne, 540, okay.
Dann werden wir da auf jeden Fall schon mal drauf sparen für die nächsten Male. Beziehungsweise fürs nächste Mal. Was bist du denn für eine? Hallo, ich bin hier, um so viel wie möglich über deine wunderbare Stadt zu lernen. Ein Gasthaus. Ja, das wäre schön. Die eine, obwohl die eine, die wollte, glaube ich, auch in ein Gasthaus. Die Frage ist, aber wenn ich noch ein neues Gasthaus baue, dann habe ich wieder welche drin. Also lass uns erstmal reden. Weißt du was? Es stimmt. Hier leben wirklich die glücklichsten Leute im Universum. Zu 100% von mir bestätigt. Das ist schön. Aber ich lasse dich trotzdem nicht einziehen. Also noch nicht. Vorausgesetzt, sie bleibt noch was hier. Hi. Das ist perfekt. Danke, Gameplayerin, dass du diese Bäckerei für mich gebaut hast. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Zutaten zum Backen. Gameplayerin, kannst du sie mir beschaffen? Kannst du bitte 4 Obst für meine Torte besorgen? 4 Obst, okay. Ich gehe gleich auf die Suche. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Okay, also, Aralyn. 4 Obst. Aber wo kriege ich Obst her? Das kriege ich doch nicht von hinten, oder? Vielen Dank, Gameplayerin. Also, hallo. Warum hakt das jetzt so? Wir schauen uns jetzt hier erstmal... Ach, steht hier. Diesmal steht es in der Quest drin. Na, super. So, wir schauen jetzt hier erstmal... Ja, die Sachen können wir auch einsammeln. Perfekt, dankeschön. Aber wo bekomme ich jetzt Obst her? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Hier oben gucken wir aber auch nochmal eben. Aber da ist nichts passiert, ne? Ist einfach nur freigemacht worden. Okay, na gut. Dann können wir hier auch nicht allzu viel machen. Ja, dann schauen wir uns das hier doch nochmal eben an. Also den Bart, den kriege ich eh nur durch Zufall, gehe ich mal stark von aus. Das Obst und das Shirt. Dem einen haben wir ja schon geholfen. Okay, das heißt, das Einzige, worauf ich jetzt aktiv gehen könnte, wäre jetzt das Obst. Die Frage ist... Haselnüsse sind ja kein Obst, ne? Das ist jetzt vielleicht eine ganz doofe Frage, weil... Na, Haselnüsse sind irgendwie... Jetzt hätte ich natürlich auch gucken können, ob da Obst drin steht. Aber vielleicht hätte ich auch zu den Immerlingen gehen müssen. Das wäre jetzt eventuell auch noch eine Option gewesen. Wir schauen mal. Zählt man das hier eventuell als Obst? Nee, das ist ein Tropfen. Okay. Da ist nichts drin. Das sind nur die Haselnüsse hier, ne? Oh, sammle 20 Haselnüsse. Sammle... Ich hatte aber mal 3 Obst. Das muss ja dann irgendwie... vom Baum oder so gewesen sein. Oder eventuell wirklich von den Immerlingen. Ich meine, 3 Stück sind natürlich nicht allzu viel. Das sind Tropfen, aber die sammeln wir natürlich trotzdem ein. Hallo? Da muss man jetzt aber perfekt davor stehen hier. Okay, da ist nichts drin. Was ist denn heute los? Okay. Kann natürlich auch sein, dass da Obst drin sein kann, aber das glaube ich jetzt eher weniger. Da hinten war doch irgendwo noch ein Baum. Das ist aber kein Obst, oder? Nee. Ich wollte dich nicht haben. Das wollte... Sag mal... Das sind Haselnüsse. Die wollte ich eigentlich nicht, aber die können wir auch mal eben einsammeln. So, kann ich jetzt endlich mal dahin, wo ich hin wollte?
perfekt, perfekt. Ja. Okay, also das sind tatsächlich Früchte, beziehungsweise das ist tatsächlich Obst, aber da ist jetzt nichts mehr dran, ne? Und das ist jetzt vermutlich wieder das mit den Tropfen, ne? Ja, das ist wieder das mit dem Tropfen. Ah, das ist doch doof. Und ich habe, glaube ich, nichts mehr, wo ich... Das ist ein Stein. Ich habe, glaube ich, nichts mehr, wo ich das noch einsammeln kann. Da hinten ist nichts. Hier ist generell wenig an den Bäumen. Dennoch muss ich die Haselnüsse einsammeln. Nein! Hä? Das wollte ich auch nicht. Lass mich doch den Busch nehmen. Mann. So. Ha, sind das Früchte? Bitte sag mir, dass das Früchte sind. Ja! Er zeigt's. Ach so, doch da oben. Er zeigt's mir an. Perfekt. Super. Das können wir auch direkt nochmal kurz kaputt machen, wenn ich schon mal hier stehe. Oh, da ist aber wirklich viel drin. Steinseelenruhe. Okay. So, den Rest machen wir dann natürlich später. Wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir ihr die Früchte bringen können. Dann hat sich das schon fast gar nicht gelohnt, das aufzuschreiben. So, Bäckerei. Wo bin ich denn jetzt? Moment, ist das hier hinten oben, glaube ich, ne? Da müssen wir, meine ich, hin. Die Frage ist nur, ob sie auch gerade da ist. Nein, sie ist natürlich gerade nicht da. Faule Socke. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Wo bist du? Aralü. Oder Aralei. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Da ist sie. Ach so, in der anderen Bäckerei. Oh. Ja, kann ich. Kann ich. Das sind Tropfen. 1, 2, 3, 4. Und ein Tabulator. Vielen Dank, Gameplayerin. Gerne, gerne. Ich schließe gerne Quests ab. Jederzeit wieder. So. Was war denn mit dir? Habe ich mit dir schon gesprochen? Ich grüße dich, mein Freund. Wenn ich dich nur ansehe, wird mir deine tiefe Verbundenheit zu diesem Ort bewusst. Ah, die wollte auch ein Gasthaus. Okay. Ja, genau. Nun trennen sich unsere Wege. Gut. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt offline mich noch ein bisschen darum kümmere, dass ich zu den, wie heißen sie jetzt doch gleich hier oben, wieder zurückfliege. Feldreichhaltig. Ich sag mal einfach zum Baum fliege. Und ja, schalte euch dann gleich wieder hinzu, wenn ich dann soweit die Bereiche hier alle abgearbeitet habe. Oder wenn ich irgendwas Neues finden sollte. Bis gleich. Oh, ich glaube, ich habe da schon was Neues gefunden. Moment. Bevor ich mich jetzt hier wirklich verabschiede. Aber das war jetzt nicht hier, das war auf dem neuen Gebiet, ne? Laufen wir mal eben schnell dahin. Oh, der Große ist auch wieder da. Dich müssen wir mal eben schnell noch machen, komm. Kuscheln. Oh. Und das Kinn kraulen. Und nochmal kuscheln zum Abschied. Ich muss wieder los. Tut mir leid. Ach, da hinten ist noch so einer. Noch zwei. Oh mein Gott. Okay. Eieiei. Moment, irgendwo hat der mir jetzt aber so eine große Höhle angezeigt. Und das sah so aus, als ob ich da reingehen könnte. Ah. Mal gucken, ob das irgendwas Neues ist.
Okay. Na? Bester Bergarbeiter, mache einen Abbaupunkt frei. Das heißt, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe irgendwie Amethyst oder sowas bekommen. Im Edelstein. Ach, hier geht es noch weiter. Oh. Oh. Oh je. Okay. Das ist kein Amethyst. Das ist was Grünes. Achat oder so? Trilobite. Kleines Kriechtier. Golderz. Ach du Schande. Ein Riesenzahn. Oh, Junge, Junge, Junge. Das ist jetzt irgendwie doch so langsam, aber sicher richtig spannend, aufregend. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt da nochmal was hin. War das jetzt das, was ich eben gesehen habe hier? Ich bin mir nicht sicher. Ja, das ist ja cool. Dann kann man jetzt hier sogar richtigen Bergbau betreiben. Ich hatte eigentlich gehofft, dass man das machen kann, da wo der eine gewesen ist, der irgendwie schon seit Tagen nicht mit uns sprechen möchte. Ah, Fische fangen kann man ja auch. Mondsplitter sogar. Und es sind tatsächlich auch noch ähnliche Sachen wie bei My Sims, die man immer wieder bekommt. Ich finde das schon sehr lustig. Aber ich finde es wirklich cool. Also, es ist so von der Optik her, ist es wirklich so ein verbessertes My Sims, wenn man so möchte. Da hinten ist nichts. Okay, ich glaube, jetzt haben wir hier aber alles, ne? Das ist jetzt die ganze Höhle, glaube ich, gewesen. Ja, das ist ja cool. Da bin ich jetzt noch mehr begeistert. Ich dachte, okay, so richtig viel kann da ja eigentlich nicht mehr kommen. Aber offensichtlich tut sich da doch noch was. Ja, wie gesagt, ich werde den Rest dann mal eben offline weitermachen und euch dann hinzuschalten, wenn ich soweit fertig bin und den Tag beenden kann, beziehungsweise ja, in den letzten Zügen bin, wie auch immer. Bis gleich. Gut gemacht, Liebchen. Ich glaube, für heute haben wir alles erledigt. So, wenn ich das auf die Schnelle noch schaffen sollte, dann gehen wir jetzt noch schnell in die Wiesenquartiere und laufen in die falsche Richtung, oder? Genau, laufen in die falsche Richtung, wenn ich das richtig sehe. Weil ich würde nämlich gerne zu den Ruinen hier vorne gehen. Und ja, also der eine, der war zwar begeistert von den Ruinen, aber irgendwas, ja, sollte ja hiermit sein. Also sage ich mal, hey Großling, sollen wir das für dich aufräumen? Ja, bitte. Klar, wir machen uns sofort an die Arbeit. Perfekt, dankeschön, weil dann kann das nämlich alles schon mal gemacht werden in der Zeit über Nacht. Hoffe ich zumindest, dass wir dann direkt in der nächsten Folge sehen können, was es damit auf sich hat. Ich finde es immer noch so faszinierend mit diesen Wahlgeräuschen hier. War ich jetzt heute bei dir schon mal, Katsumi? Ich glaube nicht, ne? Genau. Weil für die Errungenschaft müssen wir das natürlich auch machen. Das dauert zwar alles wahnsinnig lange. Zumal das ja auch immer drei Sachen nur sind, die wir machen können. Aber wir machen das nochmal eben zwischendurch. So. Nochmal kuscheln. Okay. So. Perfekt. Dann sind wir, denke ich mal, bereit, auch diesen Tag wieder abzuschließen. Ja, eigentlich irgendwas Neues, ne? Glitzert auch nichts. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Ich sehe überhaupt nicht trübe aus. Mir geht es tatsächlich sehr gut. Hoho. Ja, das ist schön für dich. So, wir gucken, dass wir jetzt hier erstmal wieder die ganzen Essenzen kriegen.
Ja, die Frucht lassen wir mal. Ich weiß ja auch nicht, vielleicht braucht irgendjemand auch mal die Kerne hier. Den Tropfen können wir mal eins von nehmen. Obwohl, ne? Okay, zumindest so viel, dass wir wissen, was da rauskommt. Ach so, aus den Früchten. Ja, da müssen wir die leider doch nehmen. Weil ich würde halt schon gerne wissen, was genau wo drin ist für... drin sind für Essenzen. So, ja, es ist sehr dunkel. Sie wollen, dass ich mich verabschiede. Deswegen mache ich das hiermit auch. Bis zur nächsten Folge. Ciao.